Die Geschichte von Jona und Ninive, eigentlich die Geschichte Gottes mit Jona und Ninive. Das wird uns die kommenden Wochen beschäftigen. Immer sonntags wird das hier Thema sein. Das heißt, wir tauchen zusammen ein ins Alte Testament. Und wir schauen uns einen Propheten an, von dem wahrscheinlich schon so ziemlich jeder mal gehört hat. Jona, ist das nicht der mit dem Wal? Naja, wohl eher kein Wal, aber mindestens mal ein großer Fisch. Und ja, um genau diesen Jona soll es gehen. Genau genommen geht es um Jona, den Rassisten. Und ich möchte heute mit euch zwei Dinge wagen. Ich möchte einmal eine Einstimmung bringen in das Buch Jona. Und dann werden wir uns ein Thema anschauen, was man am Anfang dieses Buches einfach super gut bringen kann, nämlich das Thema Eigensinn. Beziehungsweise die Frage, warum Eigensinn die perfekte Grundlage dafür ist, dass man ein Leben lebt, das misslingt. Okay, das wird heute Thema sein. Und wir starten mal mit etwas Geschichte. Das Buch Jona ist im Alten Testament. Als Buch gehört es zu den sogenannten 12 kleinen Propheten. Die sind am Ende des Alten Testaments. Ja, wenn man das Alte Testament durchliest, ganz am Ende kommen die 12 kleinen Propheten. Die werden deshalb als klein bezeichnet, nicht weil sie unwichtig wären, da sind sie auf keinen Fall, sondern weil sie einfach von ihrem Umfang her, also Buch, relativ klein sind. Das Buch Jona nimmt in meiner Bibel nicht einmal 3 Seiten ein. Und wenn wir jetzt anfangen, uns mit dem Buch zu beschäftigen, wer ist dieser Jona? Das muss der Startpunkt sein. Wer ist diese Person Jona? Punkt 1, er ist tatsächlich eine Person. Er ist real. Also er ist keine Märchenfigur, sondern eine historische Person. Woran sieht man das? Naja, wir kennen den Namen seines Vaters. Ich lese mal vor, Jona, Kapitel 1, Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn, und jetzt kommt's, des Amittai. Also, hier haben wir den Vater Amittai. Und Jona stammt aus einem Ort, der heißt Gathhefer. 2. Könige 14, Vers 25, da wird das erwähnt, da heißt es dann, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, wir merken es wirklich derselbe, den Propheten, der von Gathhefer war. So, Gathhefer, das ist ein kleiner Ort. Und wenn man ihn ungefähr verorten wollte heute, dann müsste man bei Google Maps Haifa suchen, auf die Höhe von Haifa gehen und dann von Haifa Richtung See Genezareth. Und wenn man etwa, also wenn hier der See Genezareth, etwa in der Mitte zwischen Haifa und See Genezareth, da findet sich dieser Ort Gathhefer. Jona war von Beruf Prophet und er hatte Kollegen, die auch biblische Bücher geschrieben haben. 2 davon sind uns überliefert. Das ist einmal Hosea und der andere heißt Amos. Und wer sich mit der Botschaft dieser beiden Propheten schon mal beschäftigt hat, also mit der Botschaft von Hosea und Amos, der weiß, die beiden, das sind äußerst kritische Gesellen. Die nehmen wirklich kein Blatt vor den Mund, um die sozialen und auch die geistlichen Missstände ihrer Zeit anzuprangern. Welche Zeit war das? Wann lebte Jona? Und das ist jetzt eine Zeit, die ist uns allen meistens nicht geläufig. Wir schreiben das Regierungs- oder die Regierungszeit von Jerobeam dem Zweiten. Jerobeam der Zweite lebte und wirkte 793 bis 753 vor Christus. Also wir befinden uns in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Ich habe mal versucht, ein paar bedeutende Leute zu finden, die da gelebt haben, dass man das vielleicht ein bisschen so verstehen kann. Ich habe ehrlich gesagt niemanden gefunden. Also wir sind ganz, ganz weit weg. An einem Ort, der auch ganz weit weg ist. Und sind konfrontiert mit jemandem, der ein fettes Problem hat. Und jetzt möchte ich noch mal was sagen zu Jona. Ich habe gesagt, ich möchte euch Jona, den Rassisten, vorstellen. Und das klingt auf den ersten Blick wahrscheinlich hart. Aber leider passt das ziemlich gut. Man möchte ja, wenn man hier vorne steht, keiner biblischen Figur etwas Böses nachsagen. Logisch. Will man ja selber auch nicht, dass einer nach und lang sei, der Fischer, was der da immer so predigt. Aber
Ich finde einfach, dass das Wort Rassist ziemlich gut zu Jona passt. Eigentlich ist das Buch Jona die Geschichte von einem Propheten, der den Auftrag bekommt, nach Ninive zu gehen. Das liegt im heutigen Nordirak. Diesen Auftrag bekommt, das nicht will und dann versucht, sich in die andere Richtung nach Spanien abzusetzen. Das ist das Buch Jona. Also Gott sagt, geh nach Osten und Jona haut in die entgegengesetzte Richtung ab. Das ist das Thema, das ist der Start dieses Buches. Wir lesen Jona Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. So, wir merken, der Auftrag ist völlig klar. Geh nach Ninive und predige dort. Und das heißt, verkündige gegen sie. Und mit dieser Formulierung, verkündige gegen sie, ist gemeint, dass Jona dieser Stadt Ninive ihren Untergang verkündigen soll. Ninive war die Hauptstadt der Assyrer. Und dieses Volk hatte so viel Böses auf sich geladen, sich so viel zu Schulden gekommen lassen, dass Gott jetzt einen Propheten hinschickt, um sie ein letztes Mal zu warnen. Jona soll ihnen Gericht androhen. Frage, warum will er nicht gehen? Hat er vielleicht einfach Angst? Wäre durchaus bei den Assyrern gerechtfertigt gewesen, aber man muss sagen, nein, das ist eher nicht sein Problem. Jona ist nicht der Ängstliche. Aber warum dann? Warum geht Jona nicht? Und die Antwort ist, Jona will nicht, weil er Rassist ist. Man merkt das ziemlich gut am Ende des Buches. Also am Ende des Buches ist ja Jona dann doch gegangen. Er hat in Ninive gepredigt. Er hat erlebt, dass die Niniviten, also die Einwohner von Ninive, auf diese Botschaft hin, auf seine Predigt hin Buße getan haben, dass Gott ihnen gnädig war, dass das Gericht doch nicht stattfindet. Jetzt könnte man sagen, na super, das war dein Job. Freu dich! Genau das Gegenteil passiert. Jona ist alles andere als erfreut. Genau genommen macht Jona Gott sogar noch Vorwürfe. Ich greife mal kurz vor in das vierte Kapitel, Jona Kapitel 4, Vers 2. Da heißt es, und er betete zum Herrn, das ist nach dieser ganzen Aktion in Ninive, nachdem er dort gepredigt hat, die Stadt gerettet ist. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht immer meine Rede, als ich noch in meinem Land war? So, davon lesen wir nichts im Buch Jona, aber das hat er da mit Gott schon vorher besprochen gehabt. Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Jona kennt seinen Gott. Er weiß darum, dass der Gott der Bibel gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte ist. Dass dieser Gott auf Buße steht, also darauf, dass ich etwas bereue, dass ich in mir den Wunsch habe, etwas mal besser zu machen. Dass Gott darauf steht, sich selber das Unheil gereuen zu lassen. Gott vergibt wirklich gern. Das dürfen wir niemals vergessen. Gott ist ein Gott, der einen glimmenden Docht nie auslöschen würde. Und Jona kennt seinen Gott. Er weiß, wie Gott ist, und genau deshalb, weil er weiß, wie Gott ist, dass es sein könnte, dass Gott tatsächlich barmherzig ist und vergibt. Deswegen haut er ab nach Tarsis. Wir lesen Jona 1, Vers 3. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Frage, wo liegt Tarsis? Ich muss ehrlich sagen, wir wissen das nicht ganz genau. Es gibt einen Ort in Spanien, der würde sehr, sehr gut passen. Aber das ist eigentlich auch gar nicht wichtig, ob es genau dieser oder jener Ort ist, mit dem er weg will. Er will übers Mittelmeer weg. Er will weg vom Angesicht
des Herrn. Weg, bloß nicht nach Ninive, weg, einfach weg. Statt in die Wüste, nach Westen, übers Meer, nach Osten. Weg, das ist die Idee und definitiv keine gute. Also Jona kennt seinen Gott und er kennt seinen Auftrag. Aber in seinem Kopf gibt es Menschen, die verdienen keine Gnade. Die verdienen einfach mal keine Vergebung. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Jona war Rassist. Man kann Prophet und Rassist sein. Und so ist das ganze Buch Jona eigentlich so eine Art Bekehrungsgeschichte. Jona hat sich hoffentlich, muss man sagen, von seinem Rassismus bekehrt bei all dem, was er da erlebt. Und hat hoffentlich seine Lektion gelernt. Wir wissen das gar nicht ganz genau, denn am Ende des Buches redet Gott. Und Jona schweigt. Und wir können fast nur hoffen, dass das, was er da gelernt hat, dass das tief in sein Herz eingedrungen ist. Wisst ihr was? Ihr Lieben, mich bedrückt die Person des Jona. Einfach, weil er nicht Werkzeug Gottes sein möchte. Weil er nicht Werkzeug der Rettung sein möchte. Und weil er sich an Gnade und Güte nicht freuen kann. Weil er sich ganz bewusst den Untergang einer riesigen Stadt herbei wünscht. Mich bedrückt es. Mich bedrückt es zu sehen, wie er ganz bewusst diesen Auftrag bekommt, mach dich auf, geh nach Ninive, verkündige und wie er dann einfach abhaut. Nur weg. Das ist seine primäre Idee. Weg vom Angesicht des Herrn. Ich will nicht tun, was Gott sagt. Das ist seine Motivation. Und deshalb lasst uns diese Motivation noch ein ganz klein wenig unter die Lupe nehmen. Ich habe sie eingangs Eigensinn genannt. Man könnte sie auch Starrköpfigkeit nennen oder Widerspenstigkeit oder Ungehorsam oder Trotz. Das wären so Begriffe, die man so als Synonyme aufführen könnte. Und ich würde mir ja wünschen, ja, wenn man sagen könnte, also Eigensinnigkeit, das ist eine Tugend oder eher eine Untugend, ja, die ist mit der Antike ausgestorben. Die gibt es eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Tja, das ist leider nicht der Fall. Also der Eigensinnige, das ist der, der einfach nicht will. Und damit wir uns wirklich nicht falsch verstehen, Jona zweifelt nicht an der Güte Gottes. Jona weiß, dass Gott es mit allen Menschen gut meint. Also mit den Assyrern gut meint, aber auch mit ihm. Und es gibt einen riesigen Unterschied, ob ich misstrauisch bin, also misstrauisch darf ich sein, weil ich vielleicht nicht genau weiß, ob Gott es mit mir gut meint, oder ob ich eigensinnig bin, also genau weiß, Gott meint es gut und einfach nur nicht will. Und genau das ist definitiv Jonas Problem. Gott ist ihm zu gnädig, zu gütig, zu barmherzig. Und Jona will einfach nicht. Er ist einfach ein eigensinniger Dickkopf, der nicht tun will, was Gott sagt. Und jetzt wagen wir diesen Sprung rüber ins Neue Testament. Nein, in die Neuzeit, nicht ins Neue Testament. Zu uns, ich will noch weiter. Also hier kommen wir an, bei uns. Der Sprung in die Neuzeit. Dieser Typus Mensch, der einfach nur tun will, was er für richtig hält. Dieser Typus Mensch begegnet mir immer wieder. Leider auch in der Gemeinde. Also ich möchte mal sagen, in jedem Menschen steckt so ein kleiner Jona. Einer, der sich hinstellt und wieder besseren Wissens wie ein kleines Kind einfach nicht will. Also, Und Eigensinn ist die perfekte Grundlage dafür, dass mein Leben misslingt. Jona ist an der Stelle einfach nur ein super Beispiel. Gott sagt, geh nach Ninive. Jona sagt, nö, mach ich nicht. Und was dann kommt, das werden wir die nächsten Wochen betrachten, ist nur Chaos und Elend. Elend, das er über sich bringt und auch gleich noch über andere. Du machst nämlich nie nur dein Leben kaputt, du machst immer auch das Leben anderer kaputt. Das muss dir klar sein. Wir sind soziale Wesen. Und bitte lasst uns diesen kleinen Jona in uns, vielleicht ist er übrigens gar nicht so klein, diesen Jona in uns nicht unterschätzen. Der steckt drin. Auch wenn wir Christen geworden sind, ist er nicht einfach weg.
Ich bringe mal ein ganz praktisches Beispiel, wo er mir ständig über den Weg läuft. Und das ist zum Haare raufen. Ich glaube, dieser eigensinnige Dickkopf Jona in uns ist das Problem in der Seelsorge. Nehmen wir ein Ehepaar, Eheseelsorge. Ja? Ein Ehepaar, das nicht gut miteinander auskommt. Es ist meistens nicht wirklich schwer zu sehen, woran es liegt. Ein, zwei Gespräche und du weißt, da und da, da hakt es. Also häufig sind es Dinge wie, er hat aufgehört, sie zu bewundern, sie hat aufgehört, für Romantik und schöne Sexualität zu sorgen. Er ist vielleicht ein bisschen verliebt in seinen Job, boah, das kann passieren. Sie geht ein bisschen respektlos mit ihm um. Das wären so die typischsten der typischen Eheschwierigkeiten, die es gibt. Und er merkt, man hört sich das an und denkt sich, na, das kann man doch ganz super und simpel lösen, das ist ja ganz easy. Ab nächste Woche fängt er an, ihr Komplimente zu machen und Blumen mitzubringen. Ja. Er kommt vielleicht einfach auch ein bisschen früher nach Hause und sie kramt dieses alte Negligé wieder raus, was sie früher immer für ihn angezogen hat und, beißt sich auf die Zunge, wenn er den Müll nicht rausgebracht hat. Ja, ganz simpel. Und das macht man einfach und das macht man mal 2-3 Wochen und dann wird die Ehe auch wieder gut. Ja, wisst ihr, Ehe ist gar nicht kompliziert. Und die Bibel ist randvoll mit guten, mit brillanten Ideen, wie eine Ehe gelingen kann. Und trotzdem scheitern christliche Ehen. Warum? Weil es diesen Jona in uns gibt. Den, der gar nicht daran zweifelt, dass Gott es gut meint mit mir. Ja? Der auch nicht daran zweifelt, dass Gottes Ideen besser sind als meine eigenen. Sondern den, der einfach sagt, ich will nicht. Ich will einfach nicht. Und als Seelsorger stehst du da und denkst, okay. Oder ein anderes Beispiel. Und ich mache nur zwei, keine Sorge. Der kleine Jona, wenn es um unsere Beziehung mit Gott geht. Als Christ weiß ich, weil es zum Einmaleins des Glaubens dazu gehört, dass meine Beziehung zu Gott davon abhängt, dass ich mit Gott Zeit verbringe. Ich brauche Zeit im Gebet, im Lesen der Bibel, im Nachdenken über die Bibel, vielleicht auch einfach mal Zeit, Gott Lieder zu singen oder mal nichts zu sagen. Aber ich brauche Zeit mit Gott. Ich weiß, dass meine Freundschaft mit Gott in dem Maß wächst, in dem ich Zeit mit Gott verbringe. Es geht nicht anders. So, jetzt weiß ich auch, dass eine Woche eine endliche Anzahl von Stunden hat. Also ich muss mich jetzt entscheiden, was mache ich? Es wäre einerseits für mein Leben super wichtig, ganz viel Zeit mit Gott zu verbringen, einfach weil ich irgendwie nie genug Trost und Führung und Vergebung und Weisheit und Segen bekommen kann. Und auf der anderen Seite, in dem Moment, wo ich jetzt drüber nachdenke, was schmeiße ich denn jetzt aus meinem Leben raus? Wie sortiere ich denn meine Woche um? Wisst ihr was? In diesem Moment meldet sich der kleine Jona und sagt, gut wär's schon, aber eigentlich will ich nicht. Ihr Lieben, es gibt im Menschen, und das gilt leider auch für die Gläubigen, es gibt das, was ich nenne, eine tief sitzende Lust aufs Unglücklichwerden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich habe eine Idee, woher das kommt. Es muss irgendwie damit zu tun haben, dass wir auf einem Planeten leben, der sich kaputt macht und wir davon von dieser Kaputtheit genug abbekommen haben. Es gibt diese tief sitzende Lust aufs Unglücklichwerden. Im Menschen steckt dieser eigensinnige, kleine Dickkopf, dem es super schwer fällt, das zu tun, was richtig ist. Die Tatsache, dass das so ist, gehört für mich zu den Mysterien des Lebens. Warum fällt es dem Menschen so schwer, zu sagen, Vater unser, der du bist im Himmel, ja, und dann geht es ja weiter, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Warum fällt uns das so schwer? Und warum fällt es uns so leicht zu sagen, mein Wille geschehe? Und die Antwort hat damit zu tun, dass ein kleiner Jona in uns drinsteckt, der wann immer ihm das richtig erscheint, mal eben versucht, sein eigenes Ding zu drehen. Weg vom Angesicht des Herrn. Und das, ihr Lieben, das ist total tragisch. Denn wenn wir auf den kleinen Jona in uns hören, dann verpassen wir unsere Berufung. Die Berufung einer Ehe ist es, glücklich zu werden. Hör auf den kleinen Jona in dir und sammel die Scherben ein.
Die Berufung einer Beziehung mit Gott ist Tiefgang und Freude. Hör auf den Jona in dir und du wirst Gott nur noch als Last empfinden. Die Berufung unseres Lebens besteht darin, dass wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, Gott dienen. Sein Reich bauen, das Evangelium predigen. Dafür sorgen, dass ganz viele Menschen begreifen, was an Ostern für sie ganz persönlich passiert ist. Hör auf den kleinen Jona in dir. Und was von deiner Berufung übrig bleibt, das ist nur noch die schöne Vorstellung davon, was hätte sein können, wenn. Was heißt es, Christ zu werden? Was heißt es eigentlich, sich zu Gott zu bekehren? Eigentlich heißt es, ich bekehre mich zum Gehorsam. Ich sorge dafür, dass der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, zum Gott in meinem Leben wird. Ich sitze nicht länger auf dem Thron meines Lebens, sondern ich steige herab und ich mache Platz für Gott. Nicht mehr ich, sondern er. Darum geht es. Nicht mehr ich, er. Gott darf entscheiden, so wie Jesus in Gethsemane betet, doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Das ist Bekehrung. Ich tue, was Gott sagt, weil Gott es sagt. Nicht, weil ich es zwingend logisch finde oder damit einverstanden wäre, es in meinen Lebensentwurf passt oder es dem Zeitgeist entspricht. Das kann alles hinzukommen. Aber in erster Linie tue ich das, was Gott will, weil Gott es will. Sein Wort ist Gesetz. Das ist Bekehrung. Aber wisst ihr was? Der kleine Jona, ja, dieser eigensinnige Dickkopf in mir, der ist mit meiner Bekehrung nicht einfach weg. Also, das würden wir uns wünschen. Und vielleicht ist er kurz nach der Bekehrung, wenn man so mit Gott richtig anfängt, auch mal für eine Weile still. Aber der kommt wieder und meldet sich zu Wort. Öfter, als uns das lieb ist. Und wenn er das tut, wenn er uns dann zum Eigensinn motiviert, dann muss ich sagen, das ist kein Kavaliersdelikt. Auf diesen kleinen Jona hören, eigensinnig sein, oder wenn ihr das nacharbeiten wollt in der Bibel, sucht mal nach dem Wort Widerspenstigkeit oder widerspenstig. Das wäre der Suchbegriff, wo man es dann ganz gut finden kann. Dieser kleine Jona in mir, wenn der sich zu Wort meldet und ich eigensinnig handle, dann ist tatsächlich Gott total dagegen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Er kann das gar nicht ab. Und das wusste vielleicht niemand besser oder das musste niemand auf dramatischere Weise erfahren, als der König Saul. In 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 23, da heißt es, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Da haben wir es. Widerspenstigkeit, das eigene Nein zu Gottes Berufung und das eigene Nein zu Gottes Geboten, rangiert in der Liste der Sünden ziemlich weit oben. Ja? Das hätten wir vielleicht nicht gedacht. Vielleicht sind wir irgendwie da unten. Nee, das ist auf einer Linie mit Abgötterei, Götzendienst, sich einen anderen Gott suchen. Da oben rangiert das. Eigensinnigkeit. Und das ist dann eben auch mal der Grund dafür, warum Gott Jona erzieht. Ja, die ganze Geschichte mit Jona. Jona bedeutet Gott etwas. Und deswegen kümmert Gott sich um diesen Jona. Jona bekommt einen Auftrag, er läuft weg. Und was macht jetzt Gott? Schaut er einfach hinterher und sagt, Herr Fun, ja, viel Spaß auf dem Mittelmeer, ich suche mir einen anderen Propheten, wird schon irgendwie... Nee, macht er nicht. Er beruft keinen neuen Propheten. Warum nicht? Warum diese merkwürdige Geschichte mit dem Sturm und dem großen Fisch und später dann mit dem Rizinus und dem Wurm? Warum? Warum dieser ganze Aufwand? Ein Wunder nach dem anderen. Warum? Was bezweckt Gott damit? Und die Antwort ist ganz simpel. Gott will Jona für seine eigene Berufung gewinnen. Gott will einem Rassisten
die Liebe zu seinen Feinden, nämlich den Assyrern, schenken, die Gott selbst für sie hat. Wisst ihr, Gott kennt seinen Jona. Ich würde sogar so weit gehen und ich würde mich trauen zu formulieren, Gott hat ganz bewusst den Jona beauftragt mit der Bußpredigt für Ninive. Wahrscheinlich wäre so ein Hosea oder ein Amos gar kein Problem gewesen, die wären einfach hingegangen. Aber Jona bekommt den Job, weil Jonas Herz ist nicht bereit. Und Gott kennt seinen Jona. Gott kennt das Herz von Jona. Und Ninive und dieser Auftrag ist eine Lektion für den Propheten. Und wir lernen am Umgang Gottes mit Jona, dass Gott nicht nur unseren Eigensinn kennt, sondern dass er bereit ist, an uns zu arbeiten. Das ist die Botschaft, die mir heute Morgen ganz wichtig ist. Gott kennt meinen Eigensinn. Gott möchte, dass ich meinen Eigensinn loswerde. Und Gott ist bereit, an mir zu arbeiten. Gott wünscht sich gehorsame Kinder Gottes, die alles dafür tun, damit sie genau so werden, wie Gott sich das wünscht. Und deswegen kommen wir zum Schluss. Ist es klug, wenn wir die nächste Woche dazu nutzen, uns eine ganz wichtige Frage zu stellen. Habe ich mich dazu bekehrt, Gott von ganzem Herzen gehorsam zu sein? Die Frage ist wirklich wichtig. Bitte nehmt euch in der kommenden Woche eine halbe Stunde Zeit, tragt den Termin jetzt in euren Terminkalender ein und bittet Gott darum, dass er euch zeigt, ob es da Bereiche in eurem Leben gibt, die nicht unter Gottes Herrschaft stehen. Wenn ihr Hilfe braucht, ruft gute Freunde an. Man ist im geistlichen Leben schnell betriebsblind. Betet, dass Gott euch den blinden Fleck eures Lebens zeigt. Und das muss natürlich nicht Rassismus sein. Vielleicht ist es Liebe zum Geld. Vielleicht ist es eine heimliche Sünde, mit der man sich arrangiert hat. Vielleicht ist es Entmutigung. Vielleicht sind es auch versteckte Vorwürfe gegen Gott. All die Dinge, wo wir eigentlich wissen, was Gott will und dass sie nicht in Ordnung sind, wir aber trotzdem auf den kleinen Jona in uns hören. Auf den Jona, der weg will vom Angesicht des Herrn. Meine Bitte wäre, nutzt diese Zeit der Corona-Krise, um nachzudenken und die Aspekte eures Lebens zu identifizieren, die Veränderung brauchen. Und wo ihr den kleinen, eigensinnigen Dickkopf in euch zum Schweigen bringen müsst, damit ihr eure Berufung leben könnt und anderen zum Segen werden könnt. Das wünsche ich euch. Gott segne euch. Amen.